Herzlich willkommen bei der Emil Frey in Volkerswil. Ich zeige euch heute den neuen GLC als Plug-in Hybrid mit über 120 km rein elektrischer Reichweite. Und warum das Auto auch gut ist zum Parkieren, das zeige ich euch später im Video. Kommen wir zum Design des GLC. Wir haben hier die AMG-Line, die Sportlichkeit hervorhebt und trotzdem die Eleganz des GLC unterstreicht. Im Kühlergrill mit dem Mercedes-Pattern, wo hier das i-Tüpfchen sind auf dem Design der Front. Dann haben wir die Seitenlinie hier mit der Volllackierung der Radläufe, die wir optional wählen können. Mit dem Night Package, wo wir Chromelemente entfernen und alles in schwarz gehalten haben. Und was man auch in der Seitenansicht sieht, dass das Fahrzeug etwas gewachsen ist gegenüber dem Vorgänger. Wir haben 6 cm mehr Länge vom Fahrzeug, was vor allem auch den Passagieren im Fond zu gut kommt. Als nächstes kommen wir zum Kofferraum. Bevor wir aber zu dem gehen, abonniert den Kanal, damit ihr auch weitere coole Videos von Emil Frey sehen könnt. Kommen wir mit. So, wir haben hier den Laderaum von der Version Plug-in Hybrid. Was hier zu beachten ist gegenüber einem reinen Verbrennerfahrzeug, dass wir einen leicht erhöhten Ladeboden haben, was aber gegenüber einem Vorgängerfahrzeug extrem minimiert können werden. Also trotzdem praktisch eine ebene Ladefläche. Im Zustand, wie wir es jetzt haben, mit 470 Liter. Und wenn wir die Seite umlegen, was da sehr einfach geht beim Fahrzeug. Rechte Seite, wir können 40, 20, 40. Über 500 Liter Ladevolumen. Die Anhängerkupplung können wir ganz komfortabel über eine Taste rauslassen. Einerseits könnt ihr das natürlich für den Veloträger brauchen. Wir hätten aber auch beim Plug-in Hybrid eine Anhängelast von 2 Tonnen. Als nächstes kommen wir zum Fond des Fahrzeugs auf der Rücksitzbank. Schon wenn wir die Türen aufmachen, sehen wir die schöne Verarbeitung vom Interieur. Hier im Leder Siena-Braun gewählt. Optional natürlich in ganz vielen Farben erhältlich. Wenn ich jetzt rein sitze, sehen wir die Beinfreiheit, die wir hier haben. Die ist erreicht, oder das Plus erreicht, durch den längeren Radstand gegenüber dem Vorgängerfahrzeug. Dann auch komfortabel die Klimabedienung, die wir optional auch für hinten haben können. Und auch ein wunderschönes Raumgefühl mit dem Panorama-Schiebedach, das verbaut ist bei diesem Fahrzeug. So, dann gehen wir zu der Fahrerseite. Könnt ihr mit mir mitkommen? So, als erstes fällt uns auf im GLC die neue Lenkradgeneration, die sowohl über Touch-Tasten funktioniert, wie auch manuelle Tastenfunktionen hat, integriert in einem. Dann die beiden Displays, wir haben das Fahrerdisplay, das individuell konfigurierbar ist, wo man je nachdem kann wählen, was man für eine Ansicht möchte haben. Oben rein ist dann das Head-Up-Display, das optionale, auch das in Ansicht und Höhe wählbar und einstellbar. Dann haben wir natürlich eine Ambientebeleuchtung bei diesem Fahrzeug, wo wir einerseits 64 verschiedene Farben einstellen können und auch verschiedene Farbprogramme haben, die schon hinterlegt sind von Mercedes-Benz. So, wir haben das Zentraldisplay, wo der Fahrer wie auch der Beifahrer sämtliche Funktionen des Fahrzeugs starten kann. Wir haben den Startbildschirm, den man jetzt sieht, in der sogenannten Zero-Layer-Ansicht. Zero-Layer bedeutet, dass wir unten rein im Display jeweils eingeblendet haben, das, was der Fahrer am meisten braucht. Und so haben wir eigentlich individuelle Gestaltung der Menüs. Über die Home-Taste sehen wir dann sämtliche Menüs, die man wählen kann. Fahrzeugeinstellung, Assistenzeinstellungen, Radio, natürlich Bluetooth, Streaming, wo man die Musik laufen kann. Wie auch für den Plug-in Hybrid ein separates Menü für die Ladeeinstellungen vom Akku. Die erwähnte Ambientebeleuchtung steuern wir über Komfort. Wir haben dann die verschiedenen programmierten mehrfarbigen Einstellungen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, eine einfarbige Einstellung zu wählen für das ganze Fahrzeug. Wie auch die Luftdüsen, die entsprechend animiert sind. Also wenn ich die Heizung auf warm stelle, wird sie rot, die Heizung auf kalt, dann wird es blau eingeblendet.
Und bei all diesen Möglichkeiten, so viele Einstellungen vorzunehmen, von Display-Ansicht über das Infotainment, haben wir den grossen Vorteil, dass wir verschiedene Nutzer hinterlegen können und so, dass jeweils die Einstellungen auf dem Nutzer gespeichert werden und bei Fahrtantritt kann angewählt werden. In der vorderen Mittelablage haben wir einerseits zwei Becherhalter, wo wir aber auch entfernen können, dass wir mehr Platz haben. Das induktive Laden vom Handy, wo das Handy vorne reingeschoben wird. USB-Anschlüsse, einerseits für externe Quellen, aber auch um ein Gerät zu laden. Und auch nochmal zwei Anschlüsse in der Mittelarmlehne mit dem Zusatzfach. Kommen wir zum Antriebsstrang vom GLC Plug-in Hybrid. Bei diesem Fahrzeug haben wir ein System mit dem Benzin-Turbomotor verbaut. Es gibt den GLC-Hybrid, aber auch in einer Variante als Diesel mit Plug-in-Hybrid. Und wir reden hier von einer Spanne, einer Systemleistung bis 333 PS und über 700 Newtonmeter Systemdrehmoment. Zum Laden des Fahrzeugs gehen wir hinten. Hinten links haben wir die Ladeanschlüsse. Bei diesem Fahrzeug jetzt nur mit dem AC-Laden, also Wechselstromladung, wo man zum Beispiel zuhause machen könnt, ist möglich bis 11 kW das Fahrzeug zu speisen und den Akku aufzuladen. Optional können wir das sogenannte DC-Laden, Gleichstromladen, für Schnellladeanlagen haben, wo man bis zu 60 kW das Fahrzeug aufladen kann. Den GLC Plug-in Hybrid können wir bei uns schon für 77.700 Franken über. Aber etwas habe ich noch vergessen. Ich habe euch am Anfang ja gesagt, dass wir hier auch noch ein System verbaut haben, wo wir das Fahrzeug wendiger parkieren können. Und da geht es darum, dass das Fahrzeug optional auch mit Hinterachslenkung erhältlich ist. Der GLC Plug-in Hybrid ist der perfekte Mercedes-Benz für alle die, die wochentags rein elektrisch unterwegs sein wollen und trotzdem die Flexibilität des Verbrenners nutzen wollen. Kommt bei uns in Volkertswil vorbei, wir zeigen euch das Auto gerne zeigen und auf eine Probefahrt bei uns einladen.